Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Unterstützung für Menschen, die eine innovative Geschäftsidee haben und ein eigenes Unternehmen gründen, das ist der Fachhochschule St. Pölten schon seit jeher ein großes Anliegen. Für Studierende gibt es da die verschiedensten Programme. Das Projekt, das wir heute vorstellen, richtet sich aber nicht nur an Studierende, nicht nur an Mitarbeitende der FH, sondern auch an Menschen in unserer Region, die bisher noch keinen Kontakt zur Fachhochschule hatten. Hauptsache, sie haben ein innovatives Unternehmen gegründet. Startups, Spin-ups, jegliche Innovation ist willkommen, gerne auch nachhaltig. Das Projekt ist eigentlich gar kein Projekt, sondern ein europäisches Netzwerk. Es nennt sich EINS und weil es so viele Facetten hat, die es zu erklären gilt, habe ich jetzt zwei Kolleginnen von der Fachhochschule bei mir. Herzlich willkommen, EINS-Projektleiterin Majo Schata Goracek. Hallo. Hallo. Und deine Kollegin aus derselben Abteilung, Ulrike Wielender, zuständig für Startups an der FH St. Pölten. Hallo Uli. Hallo. Ich habe vielleicht einigen HörerInnen da draußen, die eine innovative Idee haben, das schmackhaft gemacht. Wer ist denn tatsächlich die Zielgruppe? Wer kann auf Unterstützung, Know-how, Betreuung, Begleitung durch das Netzwerk 1 hoffen? Die Zielgruppe unseres Projekts sind Studierende, vor allem an der FH St. Pölten, natürlich auch Studierende in den offenen Formaten aus anderen Universitäten und Hochschulen, sowie Studierende aus unserem UDRESS-Netzwerk. Das Gleiche gilt für Mitarbeiterinnen an Hochschulen und auch an das Management bzw. Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich Innovation und Entrepreneurship tätig sind. UDRESS, eins, lauter Fachbegriffe, wir müssen ja da heute viel erklären. Fang mal mit dem darüberliegenden an. Was ist denn UDRESS? UDRESS ist unsere europäische Allianz zur Förderung der Regionen, ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Hochschulen im europäischen Raum. Und wir führen gemeinsam Projekte durch, veranstalten zum Beispiel Bootcamps, Hackathons, also Living Labs, also überall, wo man Ideen hat, zum Beispiel auch gründen möchte oder die Lehre an Hochschulen vorantreiben möchte und so weiter und so fort. Also es gibt in der Allianz viele verschiedene Ziele, wo es mehrere Radiosendungen brauchen würde, um diese zu erklären, deswegen ganz kurz. Okay, und UDRESS ist auch ganz oben sozusagen der Hut über verschiedenen Initiativen und Projekten, wie zum Beispiel dem Netzwerk 1. EINS, für uns leicht zu merken, was steht denn dahinter? Dahinter steht sozusagen etwas Längeres. Und zwar EINS steht für Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions. Genau, wenn ich die einzelnen Begriffe übersetze, sind wir da, was ich schon genannt habe, Entrepreneurship. Wir haben uns auf Unternehmertum geeinigt, also gründen, eigenes Unternehmen machen und schauen, dass das auch floriert, ne? Will man ja auch. Und Innovation ist gefallen, sustainable, das heißt Nachhaltigkeit spielt natürlich auch immer eine Rolle und das für die Region. Was ist denn unsere Region? Ist das St. Pölten gemeint, Niederösterreich oder wie seht ihr das so ungefähr? In welchem geografischen Bereich? Für mich als Projektleitung steht jetzt natürlich die FH St. Pölten und St. Pölten sehr im Vordergrund. Da würde ich den Ball gleich an meine Kollegin Ulrike weiterspielen. Wie würdest du, deine Region ist breiter? Also jetzt meine Projekte, die spielen alle in eins mit. Jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter und komplexer. Meine Projekte, um sie jetzt mal als meine zu definieren, nennen sich zum Beispiel Startup St. Pölten, das ein Auftragsprojekt ist der FH St. Pölten, wo Startups aus der Region, so und jetzt sind wir beim Thema, unterstützt, gefördert, vernetzt werden sollen. Und die Region verstehen wir in dem Fall als Stadt und Land, also Stadt St. Pölten und die Umgebung, wobei es auch genügt, wenn man einen Bezug zu St. Pölten hat oder die Gegend rund um St. Pölten und in St. Pölten als Zielregion auswählt. Wir haben zum Beispiel auch viele Teams und kleine Unternehmer und Startups, die aus dem Raum Wien, aus dem Raum Linz sind.
Mhm. Mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, eine Fachhochschule ist nicht ein Gebäude, wo Studierende reingehen, Professorinnen auch, die unterrichten und im Sommer ist alles leer. Nein, hier wird geforscht und zum Beispiel auch Unternehmensgründung unterstützt. Schauen wir ein bisschen dahinter, warum ist denn das wichtig? Warum ist der FH das ein Anliegen und was trägt das so zur Region oder zum Leben in St. Pölten bei? Warum ist das wichtig? Also vielleicht zuerst noch, warum Unternehmertum oder wie Unternehmertum unterstützt wird. So gut wie alle Studiengänge haben bei uns inhaltlich im Curriculum das Berufsbild Selbstständigkeit verankert und was es dazu braucht und das Know-how dazu und das Fachwissen dazu. Und darüber hinaus gibt es an der FH St. Pölten verschiedene Programme, die noch zusätzlich Unternehmertum von Studierenden und Alumni unterstützen. Ich werde dann später eins rauspicken und genauer erklären, warum es wichtig ist. Gerade aktuell ist ja die Regionalität sehr en vogue und in aller Munde. Und gerade aktuell werden auch ja sehr viele Weltkonzerne kritisiert, aus den bekannten Gründen zu Recht. Und regionale Unternehmen, Kleinunternehmen können dagegen oder dem sehr entgegenwirken und auf lokaler Ebene und dann auch weiter hinaus etwas zu einer, ich nenne es jetzt ganz hochgetragen, besseren Welt beitragen. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit, kürzere Wege, aber auch vom sozialen Aspekt, Menschen in der Region zu unterstützen. Und ich glaube, spätestens während der Corona-Pandemie haben wir alle bemerkt, dass es nicht so gut ist, wenn Logistikketten zusammenbrechen und wir ich sage es jetzt ganz plakativ, Medikament zum Beispiel nur aus Asien beziehen können und das einfach nicht herkommt. Das heißt, wir, und das sage ich nochmal, die FH St. Pölten unterstützen natürlich gern eure Ideen. Ich glaube, man kann aber, Maja Schatter, nicht zu dir kommen und sagen, ich habe da eine Idee, was machen wir damit? Sondern die Zielgruppe muss schon auch gegründet haben. Ist das korrekt? Das ist korrekt gewesen bis Ende 2022. Ah, wirklich? Ja. Schau, schon wieder was Neues. Das Projekt ist komplex und das ist auch gut so, weil das die Auflage unseres Fördergebers war und die wurde für mich persönlich zu meiner Freude verändert. Das heißt, ab 2023 ist es möglich, dass Studierende oder Personen, die sich dann eben an die Ulrike wenden, auch eine Idee haben und sozusagen daran sind, ein Unternehmen zu gründen. Dieses Projekt ist so komplex, wir haben es im Vorgespräch besprochen. Kannst du mal irgendwie so ein bisschen die Säulen oder Achsen sagen, was das alles beinhaltet? Ja, sehr gerne. Ich glaube, man erkennt vor allem sehr leicht die Achsen und die Säulen, wenn man an den Fördergeber denkt. Unser Fördergeber ist EIT, also das European Institute of Innovation and Technology. Es ist eine spezielle Förderschiene, die heißt HAY. Ich mag den Namen sehr gerne. HAY bedeutet, es ist eine High Education Initiative. Und das Ziel ist Capacity Building. Ich finde dieses Wort Capacity Building so hochtrabend und das ist ganz einfach. Also es geht darum, Kompetenzen und Kapazitäten zu fördern an Universitäten, also mit unseren Projektpartnern und wir an der Fachhochschule St. Pölten. Das konkret zu machen, was bedeutet denn das jetzt Kapazitätsbildung im Bereich Innovation und Entrepreneurship oder also dem Gründertum? Dazu hilft diese Säulen zu verstehen anhand von konkreten Tätigkeiten und Aktivitäten, die wir tun und Veranstaltungen. Zum Beispiel, wir haben so ein Motto erstellt, 1-1 bildet. Das bedeutet konkret, haben wir Lehr- und Lernveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen, also die Studierenden, die Mitarbeiterinnen und die Unternehmen. Dazu halten wir Open Lectures ab, die eben offen sind, online für alle zugänglich. Wir haben verschiedene Workshops und Fortbildungen zu dem Thema Innovation und Gründen. Wir verbinden sozusagen die Lehr- und Lernformate, die im Haus bereits stattfinden und machen so auf neue Formate aufmerksam. Dann haben wir, ja, ich kann dann ewig weitersprechen, ich werde noch ein zweites nennen, das ich persönlich sehr gerne mag, weil ich Transformationen mag. Eins transformiert. Was bedeutet das? Wir gestalten Dinge und gemeinsam in dem Projektteam, die ein bisschen neu sind in
für uns in den Abteilungen. Zum Beispiel, es gibt jetzt eine Podcast-Serie, also es wird öfters uns zu hören geben, das ist der 1 Book Club, der heißt Doing Business Differently. Und da interviewen wir, also eben, also von Studierenden bis zu Mitarbeiterinnen bis zu den Startups, sie über Bücher, die sie gelesen haben und die sie inspiriert haben. Also jeder, der eine Idee hat, vielleicht gründen möchte, sollte ein Buch gelesen haben. Was ich auch noch besonders mag, es gibt ein Serious Game, das haben unsere Kolleginnen von der UCLL, das ist die Leuven-Limburg University in Belgien, die haben das entwickelt und es geht eben wirklich darum, man wird genannt der Wicked Architect und man stellt sich eben komplexen Problemen, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Und die haben neue, innovative, so à la Design Thinking, wie das so schön heißt, wo man eben innerhalb von 2 Stunden in einem Workshop wirklich mit verschiedenen neuen, innovativen Fragen Herausforderungen ausarbeitet. Ich will das auch alles machen. Ja. Allein diese coolen Namen, da habe ich gleich eine Frage an die Uli oder deine Gedanken dazu. Das ist jetzt eher subjektiv. Startup, mir kommt vor, jede Person, die ein Unternehmen gründet, ist heutzutage ein Startup. So ist es aber nicht. Was ist für dich ein Startup? Startup, der Begriff wird tatsächlich sehr inflationär verwendet und es gibt eigentlich keine allgemeingültige Definition. Wie wir es handhaben, ist es, Startup muss für uns etwas Neues, Innovatives in der Idee haben, in der Business-Idee, in der Geschäftsmodellgestaltung, in was es in dem Sinne noch nicht gab oder nicht erfolgreich gab. Ein typisches Kennzeichen von Startup, an dem wir uns allerdings weniger orientieren, ist auch die extreme Skalierbarkeit in Richtung Verdienst und Umsatz. Heißt übersetzt, man kann gut damit verdienen, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, kann man eigentlich mit allem gut verdienen, aber Startup ist eine Dimension, die halt nicht üblich ist im Geschäfts-Business-Leben. Ja. Und darüber hinaus eine Idee hat, die es eben noch nicht gegeben hat oder in dem Sinne nicht gegeben hat. Aber ich kann hier ein konkretes Beispiel nennen, das einerseits zeigt, wie doch banal es ist und wo diese innovative Idee ist. Und ich möchte es an einem Beispiel von einer Unternehmerin aus St. Pölten erklären, die Elysia gegründet hat. Elysia ist ein Modelabel. Man könnte sie die Unternehmerin auch Designerin nennen. Ihre schöne, und da kommt auch wieder Nachhaltigkeit ins Spiel, Idee ist, dass sie einerseits selbst näht, inzwischen auch Näherinnen angestellt hat. Also es ist bei der Mode keine Kinderarbeit im Spiel. Andererseits sind Stoffe aus nachhaltigen Materialien verwendet, also auch keine extrem umweltgespritzt geschädigte Stoffe, was gar nicht so einfach war für sie auch anzuschaffen, vor allem auch in Mengen anzuschaffen und auch dann natürlich in einer Preisklasse, sodass die Mode noch leistbar ist. Das ist mal relativ neu, selbst nähen in Europa, mitten in Österreich, mit nachhaltigen Stoffen. Und zusätzlich ist diese Mode größenmäßig veränderbar. Also die wird breiter oder schmäler, je nachdem, was man gerade braucht. Und das ist der neue, innovative, für uns spezielle Gedanke gewesen. Sie existiert inzwischen seit mehreren Jahren, hat vor 2 Jahren das Smart-Up-Stipendium gewonnen in St. Pölten und hat dadurch, hat sie erzählt, auch einen enormen Schub im Erfolg von ihrem Business gehabt. Leute anstellen können, Näherinnen anstellen können. Also bitte, welche Privatperson findet eine Näherin, kann sich nicht in Großunternehmen, also quasi als Näherin anstellen lassen. Sehr exklusiv mittlerweile geworden, obwohl in dem Sinne jetzt nicht so das Top-Neue. Stoffe in dem Sinne finden, was ihre Ansprüche von nachhaltiger Mode entspricht, war nicht leicht. Sie hat es geschafft und dann eben noch dieser zusätzliche Faktor von dieser Sicht der Größe anpassenden Mode. Mhm. Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich habe es mir in der Vorbereitung auch schon angesehen. Es schaut richtig gut aus. Ja, so ein Kleid habe ich gesehen. Und wenn sich das auch gut anfühlt und im Gewissen gut anfühlt, ist das eine ganz tolle Sache. Ein zweites Beispiel kann ich vielleicht noch nennen. Das ist ein Team von Studierenden aus der FH St. Pölten, die aktuell in einem FH-Inkubator sind, das sich CPI nennt. Die haben im Rahmen von 1 die Möglichkeit gehabt, bei einem europäischen Online-Pitch dabei zu sein. Und sie haben, ist ein Zufall, dass sich das mit der Sendung trifft, sie haben heute ein
einen Status quo präsentiert, wo sie unter anderem diese Möglichkeit zum 1-Online-Pitch erwähnt haben und gemeint haben, wie wertvoll dieses europäische Feedback für sie war, weil sie natürlich bis jetzt in diesen paar Monaten, in dem sie in dem Inkubator sind, nur in Österreich recherchiert und befragt und gearbeitet haben zu ihrer Idee und dann Feedback gekriegt haben aus verschiedensten Ländern. Was natürlich, wenn man denkt an Skalieren und Dimensionen außerhalb des Landes, wahnsinnig wichtig ist, schon von Beginn an mitzudenken. Die Idee heißt übrigens Skillswap, gibt es auch schon eine Website dazu, wo man nachlesen kann, und die ist sehr vereinfacht gesagt eine Recruiting-Plattform, die andere Dinge kann als die bekannten. Skillswap, das heißt der Austausch von Fähigkeiten oder Austausch von Arbeitskraft, sowas wie Jobsharing? Nein, es ist tatsächlich eine Recruiting-Plattform, die aber versucht, möglichst Bias auszuschließen, also versucht sehr neutral nach Qualifikation entsprechend Personen zu finden und es Personal an HR-Leuten leichter macht, die richtige Person zu finden, ohne dass sie sich beeinflussen lassen von möglicherweise diskriminierenden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter. Ah, sehr cool. Das heißt, ohne aber das Foto ist sehr vereinfacht. Vermutlich. Auch ohne Foto, mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr vereinfacht wiedergegeben, hat einige Features mehr, die es noch spannender machen. Ein letzter Aspekt zum Thema, was ist eigentlich ein Startup? Technologie. Man kennt viele, aber nicht alle Startups müssen technologiebasiert sein, wie wir am Beispiel der Designerin gesehen haben. Genau, wobei wir auch ein Technologie-Startup aktuell nennen können. Natürlich. Um auch in der Liga mitzuspielen. Viele klassische Startups, die es in die große Medienwelt schaffen, sind extrem technologielastig. Deep Tech nennen wir das, was ja auch prinzipiell gut und okay ist. Aber nicht nur die sind Startups und haben innovative Ideen. Aber um eins da zu nennen, das Team Apokrat, das inzwischen auch gegründet hat, setzt sich mit Datenschutz zu Hause auseinander. Und zwar mit Datenschutz, die von digitalen Geräten ausgehen. Sei es der Online, nicht der Online, sondern ja quasi der Online registrierte Staubsaugerroboter, sei es eine Tonybox, sei es die Heizung, die sich via App steuern lässt und, und. Genau, die ganzen smarten Geräte, die man zu Hause hat und sich darüber freut, dass sie viel können und wenig darüber nachdenkt, was das für den Datenschutz bedeutet. Genau. Zurück zu 1. Kannst du mir, Maja Schatter, erklären, wir haben jetzt schon gehört, dass Startups erwähnt haben, also die Personen dahinter, dass sie profitiert haben. Wie schaut denn in der Praxis das aus? Vernetzt du Menschen, die was können? Passiert das im Rahmen dieser Workshops, wo gleich mehrere sind? Oder gibt es da auch Einzelberatungen? Wie funktioniert das? Wir nennen ihn der 1 Startup Support. Mhm. Dadurch, dass wir ein europäisches Projekt sind und sozusagen verschiedene Hochschulen daran teilnehmen, ist es so, dass an der jeweiligen Hochschule sozusagen die Inkubatoren oder Programme, wie zum Beispiel die Uli vorher vorgestellt hat, mit dem CPI in St. Pölten oder Smartup in St. Pölten, das heißt, die werden in den Inkubatoren unterstützt und die Angebote reichen von der Unterstützung wie Coaching und Mentoring zum Beispiel bis zu spezifischen Anfragen, die dann auch beantwortet werden. Und wir versuchen je nach Möglichkeiten, wenn es uns das Projekt erlaubt, diese offenen Fragen zu beantworten und ihren Bedarf abzudecken beziehungsweise die Quellen zu finden, wo dies getan werden kann. Was uns auch besonders wichtig ist, wir werden jetzt 2023 in den verschiedenen Hochschulen sogenannte 1-Hubs eröffnen zu verschiedenen Themen. Bei uns in St. Pölten wird es sein, der Creative Industries and Digital Media. Und da ist es uns dann wichtig sozusagen, dass solche Angebote wie die Pitching Session, die es für Studierende gab, die ja diese Möglichkeiten auch den Startups zu ermöglichen und sie vor allem mit den Partnern und den Forschenden und dem ganzen Ökosystem, wie man so schön sagt, an den Hochschulen, sie zu vernetzen, um hier sozusagen diese sogenannten Synergien zu heben. Das heißt, viele verschiedene Vernetzungsaktivitäten zu setzen. Ganz genau. Also wir wollen nicht für uns bleiben an der FH, Mitarbeitende, Studierende. Wir öffnen uns. Es geht um Wissenstransfer, es geht um Forschung, es geht um den Austausch von Skills und das ist wichtig, auch im Rahmen von 1. Was habt ihr gelernt
Ich habe so viel, Maja Schatter, von dir gehört, von irgendwelchen Innovation Hubs und Open Lectures, wo ich selbst gern dabei wäre. Wie geht's dir, seitdem du da Projektleiterin bist? Was mich freut an dem Projekt und mir viel Kraft gibt, ist, dass wir eben die Möglichkeit haben, diese neuen Formate auch selber nicht nur zu gestalten, sondern wir sind ja auch selber, wir nehmen ja auch daran teil. Also wir sind sozusagen selber auch Zielgruppe. Ja, und das ist sozusagen schön, weil man lernt voneinander, von anderen Projekten, die in diesem Netzwerk tätig sind, von den Projektpartnern, die in unserem Netzwerk, also Netzwerk jetzt in dem 1-Netzwerk sozusagen, mitarbeiten. Es gibt viele verschiedene Formate, wie schicke ich gleich einen Gruß an meine Kollegin, die Lida. Sie hat sozusagen im Zuge vieler verschiedener Workshops haben sie Fragen gesammelt mit Forschenden an den Partneruniversitäten und den Hochschulen. Und dadurch ist sozusagen ein Katalog von mit über 100 Fragen entstanden. Und je nachdem, wie lang ein Workshop ist und welches Thema man fokussieren möchte, wählt sie aus diesem Katalog jetzt immer aus. Und dann überlegen wir uns, na, welche Strukturen sollen wir jetzt angehen in dem nächsten Workshop? Und dann nehmen wir die Fragen, die da gut dazu passen und beantworten sie mit den Personen, die an den Workshops teilnehmen. Das heißt, die Mitarbeitenden von 1 bilden sich selbst auch weiter. Hast du das Gefühl? Ja, also eindeutig. Wie schaut es bei dir aus, Uli? Du bist nah dran an den Startups aus St. Pölten und Umgebung. Was hast du für dich persönlich aus dieser Arbeit mitgenommen? Einerseits, was ich gelernt habe in der Zusammenarbeit mit 1 und dann im Aufeinandertreffen von Teams aus Europa, Startups aus Europa, Studierendenteams, alle kochen nur mit Wasser und haben die ähnlichen Probleme wie wir hier. Ein Beispiel bei diesem Online-1-Pitch, den ich erwähnt habe, ich habe es jetzt nur sehr dunkel in Erinnerung, du hast uns die Frage nicht vorher gegeben, ich konnte mich nicht vorbereiten, also die Frage ist tatsächlich spontan gestellt worden. Es war ein Startup, das sich im Agrarbereich um natürliche, also sehr laienhaft wiedergegeben, natürliche Pestizidbekämpfung, also Pestizide beschäftigt hat. Und bei mir hat es sofort gerattert, Österreich, Agrarland, wir haben so viel in dem Bereich, was soll ich jetzt aufzählen, wo ihr denn andocken könntet, was für euch hilfreich sein könnte. Das ist das eine, also von außen nach hier, wo es auch sehr spannend ist, mit 1 zu verfolgen, was möglich ist. Wir haben rund um das Projekt Smartup St. Pölten spontan fallen mir drei Teams ein. Das ist Leiwand, Apokrat habe ich schon erwähnt und ein gerade in Gründung befindliches Query, die sich mit Cybersecurity befassen. Und die sind natürlich für die Welt interessant, also gefragt, in die Welt rauszugehen und kommen aus St. Pölten bzw. der Region St. Pölten. Genau, aus St. Pölten kommt nämlich viel, das wirklich gut ist, gerade IT-Security ist ein Bereich zum Beispiel. Einiges, was du da so tust mit Team, Uli, ist auch preisgekrönt. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Genau, wir sind sehr stolz, dass wir jetzt in dem Bereich Entrepreneurship als FH schon mehrmals Preise einheimsen durften. Einer war der Triple E, der in Florenz übergeben wurde. Das war der 3. Platz für die Kategorie Young Entrepreneurial University. Es ist ein schwieriges Wort für mich. wurden wir ausgezeichnet. Da spielt auch viel mit, dass wir Host sind für die Youth Entrepreneurship Weeks, die vor allem im Herbst immer stattfinden. Herbst und Schulschluss meistens, wo sich Schulklassen bei uns, ich sage jetzt mal, einnisten und dann eine Woche lang bespaßen, bearbeiten, lernen zu Entrepreneurship. Also einerseits Ideen kreieren, ein Businessmodell dahinter ausarbeiten. Also nicht nur die Idee ist wichtig, sondern diese Idee markttauglich, geschäftstauglich durchzudenken und dann pitchen. War ein wesentlicher Beitrag für diesen Triple E Award. Dann haben wir auch die Spin-off Austria Initiative gewonnen, wo es Ziel ist, Unternehmertum in die Hochschulausbildung einzugliedern und zu fördern. Und was vielleicht noch spannend ist, hier zu erwähnen, wir vergeben auch einen Preis im Projekt Smartup und es wird gerade oder es ist sogar heute ausgeschrieben worden, das 5. Smartup-Stipendium, wo es für Projekte, Projektideen oder kürzlich gegründete Startups 5.000 Euro zu gewinnen gibt. Und ich darf jetzt Werbung machen und die Website dazu ankündigen, wo die Kriterien für eine Einreichung nachzulesen sind.
Das ist stp-smartup.at. Okay, da tut sich einiges. Ich glaube, Uli, ich muss mal zwei Büros weitergehen. Das klingt, als wäre euer Büro vollgepflastert mit Urkunden und Medaillen und so. Ich gratuliere. In Wirklichkeit? Ja, ein bisschen. Großartig, na, freut mich. Fast wie bei uns. Ich habe auch vor kurzem meinen Radiopreis der Erwachsenenbildung gewonnen. Also alles, was hier entsteht, wirklich großartige Sachen. Und man darf sich auch mal selbst loben. Und genau, und das Team natürlich, Gabi Permoser, Hannes Raffaseder hat auch immer die Finger drin. Also genau, es ist schon ein ganz gutes Team. Uli, du hast mit den Startups Kontakt. Willst du noch ein Beispiel, möchtest du noch was unterbringen? Ich kann noch ein Beispiel nennen, wo das Netzwerk von Smartup eine große Rolle spielt. Es ist im Smartup-Ökosystem eine junge Unternehmen, also ein junges Unternehmen, Spielzweig. Das ist ein Online-Spielehandel aus Österreich, also aus St. Pölten, beziehungsweise aus St. Pöltenland, die hochwertiges, nachhaltiges Spielzeug vertreiben, einerseits, und ganz konkret als Zielgruppe haben Sozialpädagogik und Psychotherapiematerial, also eine Berufsgruppe, die sich anscheinend bis jetzt ihre Materialien aus allen möglichen Anbietern zusammengesucht hat. Also Spielzweig bietet da ein konkretes, breites Angebot für diese Zielgruppe als Online-Shop. Online-Shop denkt man immer irgendwie groß in die Welt hinaus, aber tatsächlich aus St. Pölten kommend. Und wo der Vernetzungsfaktor quasi gezogen hat von Smartup, mit Smartup bieten wir auch immer wieder Beratungstätigkeiten an von Unternehmen aus St. Pölten, aus der Region. Und Spielzeug hat zum Beispiel in Anspruch genommen, eine strategische Marketingberatung für Positionierung von Heavy Studios in St. Pölten. Und dieser Connex, wo man sich auch in dieses Regionale eindenken kann, kommt dann halt auch mit Smartup zusammen. Du hast jetzt sehr verschiedene Beispiele genannt, die unterstützt werden von dem Netzwerk der Fachhochschule St. Pölten. Wie findest du die eigentlich, diese Menschen, wenn sie nicht hier studieren? Das ist gar nicht so einfach, die Startups ausfindig zu machen. Einerseits screenen wir natürlich die Neugründungen über die WKO, aber natürlich sind die in einer Branche, die jetzt nicht aufblinken lassen. Innovative Idee war noch nicht da, Startup. Das heißt, wir versuchen mit allen möglichen Mitteln, die irgendwie zu fischen und dann zu kontaktieren. Sei es, weil sie Preise gewonnen haben, sei es, weil wir sie auf Social Media in relevanten Gruppen finden oder sie melden sich bei uns. Das kommt auch immer wieder vor, dass sie über Smartup stolpern und sehen, ihr habt Angebot für Startups, ihr habt Angebot für neue GründerInnen, habt ihr auch was in diesem Bereich? Und normalerweise haben wir etwas. Man kann uns über die Webseite finden, die habe ich schon erwähnt, oder auch einfach über E-Mail, office@stp-smartup.at. Und Smartup ist ein Teil von 1, ist das korrekt? Ja. Unser Kooperationspartner. Ganz genau. Du bist von 1, von diesem großen Netzwerk, von der FH St. Pölten her, die Projektleiterin. Was planst du denn für heuer noch so, wo man vielleicht dabei sein kann, wenn wir jetzt HörerInnen Lust gemacht haben? Heuer wird es viele Aktivitäten geben, die eben vor allem in diesen 1-Hubs, in unseren 1-Hubs stattfinden werden. Wir in der FH St. Pölten sind hier vertreten mit dem Thema Cultural Industries and Digital Media. Da ist vor allem das Institut, das ICMT, Institute for, jetzt helft mir bitte. Creative Media Technology. Yes, genau, dankeschön. Sozusagen, die haben den Hut auf und werden viele Formate gestalten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel begonnen, gemeinsam schon eines aufzubauen. Und zwar, das wird ein Hackathon sein Anfang Juni, 1. bis 3. Juni hier an der FH St. Pölten, gemeinsam mit dem Verein Open Glam und auch mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Smartup, wie Udress. Also wie du siehst, es kommen hier viele verschiedene Netzwerke und Initiativen zusammen, die gemeinsam Aktivitäten durchführen mit 1. Es wird zum Beispiel auch Summer Schools geben, es wird Vernetzungsveranstaltungen geben, Möglichkeiten, sich in vielen verschiedenen Formaten einzubringen.
Genau, für Studierende, für MitarbeiterInnen, für alle BürgerInnen da draußen, für SchülerInnen gibt es Summer Schools, haben wir schon gehört. Also es zahlt sich wirklich aus, hier dran zu bleiben und immer wieder mal zu schauen, was die FH St. Pölten im Rahmen dieses Netzwerks 1 zu bieten hat. Dann sage ich vielen herzlichen Dank an euch beide für das Interview, dass ihr hergekommen seid. Es war ein Vergnügen. Dankeschön. Wir danken natürlich auch allen FördergeberInnen auf europäischer Ebene und auf österreichischer, die solche tollen Projekte und damit die Unterstützung von Menschen, die etwas Innovatives machen wollen, umsetzen wollen, überhaupt möglich machen. Vielen herzlichen Dank. Das war der Campus Talk.